Willkommen und willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. Thema dieses Videos ist die Beendigung eines Berufsausbildungsverhältnisses. Also, da gibt es in dieser Konstellation einen Ausbilder und einen Auszubildenden. Und was hier passieren kann, ist, dass der Auszubildende seine Lehre, hier etwas geschraubter Berufsausbildung genannt, beenden möchte oder dass der Ausbilder will, dass der Auszubildende geht. Rechtsgrundlage für diese Fragen ist das Berufsbildungsgesetz, BBIG, das Berufsbildungsgesetz, und zwar Paragraph 22. So. Und dieses Berufsbildungsgesetz, Paragraph 22, trifft eine sehr wichtige Entscheidung. Nämlich, steht die Frage an in der Probezeit oder sind wir bereits nach der Probezeit? Ist die erste Frage, die geklärt werden muss. Sind wir noch in der Probezeit oder sind wir bereits außerhalb, also nach der Probezeit? Und warum ist das so? Weil innerhalb der Probezeit es überhaupt keine Probleme gibt und nach der Probezeit für den Ausbilder erhebliche Probleme gibt. Das ist der Unterschied. So, also halten wir das mal fest. Innerhalb der Probezeit, jederzeit von beiden Seiten. Also, der Ausbilder kann erkennen, dass es keinen Zweck hat, mit diesem auszubilden. Der wird diesen Beruf nie lernen. Er hat auch irgendwie gar keinen Spaß dran, er oder sie. Und das hat alles überhaupt keinen Zweck. Und innerhalb der Probezeit kann er sich dann von diesem Azubi trennen. Genauso der Azubi, der erkennt, nee, das ist ja doch nichts für mich hier und das macht mir keinen Spaß und das hier als Berufsausbildung, also dass das hier mein Beruf wird, nee, ich will doch was anderes machen, dann ist das von beiden Seiten aus völlig problemlos möglich. Nach der Probezeit wird es schwierig. Nach der Probezeit kann der Ausbilder, also der Arbeitgeber, der Ausbildungsgeber in diesem Fall, nur noch außerordentlich. Er kann dem Auszubildenden nur noch außerordentlich kündigen. Nur noch eine außerordentliche Kündigung ist möglich und selbst die ist schwierig. Ja? Selbst diese Kündigung ist schwierig. Und Sie wissen, eine außerordentliche Kündigung ist eine Kündigung aus wichtigem Grund. Das heißt, der Auszubildende muss hier etwas wirklich Schlimmes gemacht haben. Und selbst dann ist es schwierig. Aber sicher ist eines, ordentlich kann der Ausbilder nicht mehr kündigen. Er braucht also den wichtigen Grund. Und wenn da kein wichtiger Grund ist, dann kann er ordentlich nicht mehr kündigen. Ordentlich geht nur innerhalb der Probezeit. Was faktisch bedeutet, dass der Ausbilder innerhalb der Probezeit genau hinschauen muss. Denn wenn es nach der Probezeit weitergeht im Ausbildungsverhältnis, wird es sehr, sehr schwer, jemanden loszuwerden. Das ist die praktische Konsequenz dieser Gesetzgebung. Gar keine Frage. So. Der Auszubildende. Der Auszubildende kann ordentlich kündigen. Das Einzige, was er dabei beachten muss, ist eine 4-Wochen-Frist. Ja? Aber die gilt zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Wenn der Auszubildende, also nach der Probezeit, zu der Erkenntnis kommt, dass das für ihn doch nichts ist, dann kann er ordentlich heißt immer mit einer Frist, kündigen. Und die Frist beträgt 4 Wochen, zu jedem beliebigen Zeitpunkt. So,
Und dann braucht er auch noch Gründe. Ja, Gründe, das ist faktisch nicht schwer. Ja? Also irgendwie er erkennt, dass das nicht das Richtige für ihn ist oder er will was anderes machen oder er will doch studieren gehen oder was immer. Ne? Er braucht einen Kündigungsgrund, den er in der Probezeit nicht braucht. Ja? Jederzeit von beiden Seiten, also wenn wir nochmal hier hinkommen, auf die Probezeit, ohne Grund. Man braucht keinen Grund. Ja? Nach der Probezeit kann der Ausbildner nur noch außerordentlich kündigen und dann braucht er einen Grund, nämlich einen wichtigen Grund. Und der Auszubildende kann ordentlich kündigen, braucht dafür aber auch Gründe bzw. einen Grund. Und für alle diese Sachen gilt, die Kündigung muss immer schriftlich erfolgen. Sowohl während der Probezeit wie auch nach der Probezeit. So, jetzt gibt es noch eine Konstellation, die ich hier nicht betrachtet habe, die aber auch möglich ist, nämlich, dass der Auszubildende außerordentlich kündigt. Auch das ist denkbar. Man denkt da so wenig dran, aber auch das ist denkbar. Wenn der Auszubildende oder die Auszubildende einen wichtigen Grund hat, zum Beispiel, dass der Ausbilder irgendetwas tut, was diesen wichtigen Grund darstellt, dann kann natürlich auch der oder die Auszubildende außerordentlich kündigen. Ja? Also auch das will ich an der Stelle nochmal erwähnen. Die außerordentliche Kündigung ist immer möglich, auch im Auszubildendenverhältnis. Sie ist nur gekoppelt an einen wichtigen Grund. Ja, und dann kann natürlich auch der oder die Auszubildende außerordentlich kündigen, braucht aber dann den wichtigen Grund. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.